Hallo und herzlich willkommen zurück bei Planetbase. Ja, unsere KI versucht uns, oder was heißt unsere KI? Unsere heißgeliebten Kolonisten und die KI, die sie steuert, versucht uns irgendwie so regelmäßig eins reinzuwürgen. Zumindest habe ich so das Gefühl. Ich hoffe aber noch, dass das in dieser Folge wieder besser wird. Und die ganzen Abläufe hier dann flüssiger laufen. So sieht's aus. Zum Beispiel, und das sieht man recht gut hier, hier liegt tonnenweise Zeug rum in unserem Biodom. Es wird aber nicht geliefert an die wichtigen Stellen wie den Mealmaker. Müsste jetzt aber langsam schon mal passieren, denn ist wichtig. So. Was haben wir denn noch als Problem aktuell? Wir haben nur noch ein Metall. Das ist echt schlecht. Wir müssten eigentlich doch bald Arbeiter in die Mine schicken. Damit wir mehr Metall bekommen. Und mit diesem Metall müssten wir dann dringendst eine Krankenstation bauen. Die kostet aber 1,1 und der Weg dann noch, also insgesamt 2,2. Wir würden ja, wenn, dann nur eine kleine bauen. Und ich denke, die könnten wir eigentlich sogar schon mal einen Auftrag geben. Zack, zack. So würde das dann aussehen. Dann werden hier die Sachen schon mal hingeliefert. Dann fehlt uns nur noch einmal Metall. Und dann würde ich sagen, wir aktivieren dann am nächsten Morgen einfach mal die Mine. Und es wäre auch schön, wenn bald Kolonisten kommen würden. Wir dürften sie hiermit... Oh! Das hat eigentlich doch nicht etwa geklappt. Basic, Pasta, Pasta, Pasta. Sehr schön, das funktioniert. Was bräuchten wir denn hier noch? Wir bräuchten hier noch einen Tisch. Und einen Fernseher. So, ansonsten gehen wir hier erstmal sehr sparsam mit unseren Ressourcen um. Ich bin begeistert, da tut sich echt was. Die sind sehr produktiv. Die arbeiten wirklich. Jetzt muss man nur noch gucken, wann der nächste Tag ist. Achso, es ist... es ist Nacht. Das ist Nacht. Und dann werden wir am nächsten Tag definitiv hier jemanden dazu nötigen, dass er in die Mine geht. Und dort ordentlich abbauen wird. Und von da aus... würde ich sagen, dass wir eher so ein Hauptteil... Genau, dann werden wir uns hier so schön irgendwie ausbreiten. Wo ist denn da der Rand? Der Rand verläuft hier, okay. Da oben können wir uns überall ranbauen, das passt schon. Hier ist dann auch wieder Schluss. Oder? Ja. Genau. Nee, aber das passt. Das passt doch eigentlich alles. Also hier können wir uns richtig gut ausbreiten, glaube ich. Hier ist halt ein bisschen schlecht. Aber sonst, nee, das kriegen wir alles hin. Also ich würde sagen, der Platz hätte sogar die Chancen, dass wir vielleicht tatsächlich hier zu 300 Leute hinbringen könnten. Das wäre cool. So, der nächste Morgen sollte jetzt langsam mal beginnen. Jupp, dann aktivieren wir die Mine. Und sagen hier mal höchste Priorität oder so. Nee, lieber mal nicht. Denn wenn wir jetzt zwei Arbeiter haben, die sich verletzen, dann wäre das echt mies. Geht arbeiten, geht in die Mine, Mann. Wir brauchen mindestens ein Metall. Was tust du hier, kleiner Bot? Du bringst erstmal die Sachen rein, das ist gut. Die sind alle so todunglücklich. Na, schenken wir ihnen vielleicht noch eine Pflanze? Eine Pflanze geht noch, aber nur eine. Vielleicht macht die das dann glücklicher. So, Pflanze. In der Videoscreen scheint wenig zu helfen. Kein Wunder, die schauen auch Nachrichten. Ich meine, wer bei Nachrichten bessere Laune kriegt, weiß ich aber auch nicht. Es könnte jetzt vielleicht mal ein Arbeiter hier reingehen. Genau, und da kommt auch schon einer. Und rein mit dir in die Mine. So, wir müssen jetzt hoffen, dass der sich nicht verletzt. Und der muss uns mindestens ein Erz liefern, damit das hier gleich weiter produziert werden kann, verarbeitet werden kann. Und dann kriegen wir das hierfür geliefert. Und dann haben wir unser erstes Gebäude hier. In Sachen
medizinische Versorgung. Sobald wir das dann haben, müssen wir hoffen, dass bald ein Kolonistenschiff eintrifft und ein Arzt geliefert wird. Dann könnten wir nämlich auch die Verletzungen bald behandeln, sofern sie sich dort welche zuziehen. Ja, so sieht's aktuell aus. Ihr Zustand very poor, kümmere dich doch da mal drum. Also allein wird er damit nicht fertig. Wir müssen also auch noch hoffen, dass wir einen weiteren Biologen bekommen. Hallo, guck mal. Lass das mal gehen und bau mal hier. Hier musst du arbeiten. Wie sieht's denn ansonsten aus? Kriegen wir bald wieder was? Ja. Und da sind wir auf alle Fälle voll ausgestattet. Und hier liegt auch noch Essen rum, also Nahrung scheint im Moment nicht so das Problem zu sein. Was sagt die Mine? Die Mine sagt, da arbeitet im Moment keiner. Haben wir schon einen Arbeiter mit Knochenbruch? Aktuell noch nicht. Gut. So, da geht's wieder raus. Die werden halt irgendwie mal ein bisschen produktiver da drin wären. Na, dafür sieht's hier ganz gut aus. Unser Lager füllt sich. Und hier draußen die ganzen Sachen verschwinden. Alles okay soweit? Was ist damit? Very poor. Ich hoffe, dass der sich da am nächsten Morgen drum kümmert. Oder ist es nicht sogar eine Sie? Wir müssen mal gucken. Sieht aus wie eine Sie. Das ist eine Sie. Muse Schaffer heißt sie. Ja, ja. Wer sind eigentlich unsere anderen Typen? Das ist Hugo Meerbach. Sehr schön. Hatte wahrscheinlich mal deutsche Vorfahren. Denn wer heißt heute noch Hugo? Schulz Gips? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kann man so heißen? Das klingt wie eine Krankheit. Schulz Gips Disease. Ja, aktuell tut sich nicht viel. Wir schalten deshalb mal auf vierfache Geschwindigkeit und hoffen, dass die Nacht bald vorbei ist und wenigstens einer unserer Kolonisten mal wieder ein bisschen aufwacht und seinen Allerwertesten in Bewegung setzt. Und das tut tatsächlich auch jemand. Aber nur um Essen zu holen. Sehr geil. Ach, das ist sowieso der Ingenieur, der hat im Moment ja nichts zu tun. Nee, wir warten auf unsere Arbeiter, die müssen ein bisschen was tun. Wir hätten vielleicht über Nacht, als niemand in der Mine drin war, die Mine dicht machen sollen. Stromausfall. Super Sache. Das ist jetzt echt mies. Können wir gerade gar nicht gebrauchen. Wir müssen jetzt wieder auf den nächsten Tag warten und dann lädt sich unser Akku hoffentlich wieder. Wir bräuchten halt noch ein Panel, noch einen Akku. Na also. Shit, jetzt war natürlich er nicht drin, sondern er ist jetzt der Meinung, dass er erstmal was essen muss. Na, wenigstens nimmt er hier eine Mahlzeit direkt mit. Das ist zumindest schon mal vorausschauendes Handeln. Jetzt kommt das noch weg und dann haben wir gleich noch das Medkit innen drin im Lager und dann ist alles gut. Was macht der Ingenieur? Der holt das verbliebene Medkit. Okay. Sehr gut. Und dann ist das Lager auch schon mit über 30% voll. Ihr geht endlich in die Mine und arbeitet. Okay. Ja, dann passt das doch schon mal. Jetzt müssen wir halt mal gucken, was ist hier hinten noch das Problem? Also wir bräuchten dann noch einen Biologen. Wenn wir schon zwei Biologen hätten, dann würden wir auf alle Fälle hier hinterherkommen mit der Erwartung. Noch ein Ingenieur wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ein Arzt, definitiv ein Arzt. Und vielleicht noch ein Arbeiter. Und wieso kommt denn im Moment keiner? Halt, da müssen wir hier reingehen in das Space Management. Und da mal gucken. Der Status ist doch decent. Es sollte eigentlich ein Schiffchen landen. Tut's aber irgendwie nicht.
wenn man vom Teufel spricht und es hat dabei einen Biologen, das ist gut. Das ist sehr gut. Expansion reached. Was heißt das? You managed to get new colonists to arrive at your base. Jo, bin echt begeistert. Das haben wir wirklich gut gemacht. So. Dann wird sich der Biologe hier hoffentlich... Wo ist er denn? Biologe? Da ist er. Das ist Tammy Herbert. Wir kriegen offensichtlich nur Frauen als Biologen. Dann schauen wir doch mal. Jetzt ist natürlich... Haben wir denn hier wenigstens ein Metall mittlerweile bekommen? Oder ein Erz? Ein Erz haben wir auf alle Fälle bekommen. Liegt das da schon drin? Das liegt hier schon drin. Sehr, sehr geil. Kann man eigentlich hier auch einzeln die Priorität managen? Nee. Leute. Das ist halt immer Mist mit diesem Stromausfall. Na gut, dann müssen wir als nächstes, wenn wir das hier fertig haben, unbedingt noch ein Solarsegel bauen. Und wir müssen jetzt mal unbedingt im Auge behalten, ob sich der Power Collector überhaupt über Nacht komplett füllt, über Tag komplett füllt. Das wäre wichtig. So, da tut sich auf alle Fälle was. Der füllt sich aber nur langsam. Na gut, wir ziehen ja im Moment auch ordentlich Saft. Das kann ich schon verstehen. Bräuchten wir hinten noch ein Bettchen? Ich glaube, wir bräuchten sogar noch eins. So. Zack, und das reicht. Dann sollten alle vernünftig schlafen können, wenn sie denn möchten. So viele Leute haben wir ja sowieso noch nicht hier. Ja, genau. Er geht nach draußen. Dann kommt jetzt wahrscheinlich auch bald der Ingenieur. Und baut uns unsere Station hier fertig. Das hier könnten wir dann mittlerweile eigentlich abreißen. Wobei man sagen muss, das Airlock ist hier eigentlich noch ganz gut. Weil dann unsere Sachen hier relativ leicht zu erreichen sind. Also sprich unsere Versorgungseinheiten. Von daher werden wir es einfach nochmal lassen im Moment. Hier zwei Betten. So. Dann kann der das bauen. Und ihr seht schon, die Problematik ist tatsächlich, unser Akku lädt sich noch nicht mal ganz auf. Übertrag. Und das ist halt schlicht. So, das können wir aktuell mal vom Netz nehmen. Den lassen wir noch ein bisschen hier drin arbeiten. Sobald er rausgeht, nehmen wir das auch vom Netz. So. Dann trainen wir nicht ganz so schlimm. Aber zur Hälfte der Nacht wird wahrscheinlich wieder der Strom ausgehen. Gut, das heißt, unser nächstes Ziel ist es dann auf alle Fälle. Haben wir da noch was drin? Nee. Wir bräuchten also wieder Erz. Wir brauchen noch einen Solarkollektor. Unbedingt. Und auch einen großen mit 4 Stück. Ist da ein Kolonistenschiff gelandet? Ja. Und es hat mitgebracht einen Arzt. Na gut. Ja, das können wir eigentlich gleich wieder aktivieren. Kriegt im Moment sowieso keinen Strom, sondern erst in der Nacht wieder. Und dann müssen wir hoffen, dass sich unsere Leute schön in Bewegung setzen. Und hier dann fleißig Erz produziert wird. Wenn wir das dann haben, dann kriegen wir hier schon die nächste Verbindung. Und dafür braucht man dann halt auch noch 4. Oh Mann, das wird sich hinziehen. Das wird sich hinziehen, glaube ich. Was sagen eigentlich hier unsere Leute? Ach, die warten doch die Dinger, auch wenn der Strom weg ist. Sehr gut. Gute Leute. Und wir sollten so in etwa hier hinterherkommen. Jetzt, wo wir 2 haben. Ist jemand drin? Nein. Da bräuchten wir jetzt aber jemand.
würde dem eigentlich gerne den direkten Befehl geben, hey, vernachlässige mal hier die Arbeit, sondern geh in die Mine. Ja, wir ziehen einfach zu viel Strom. Und noch ein Kolonistenschiff mit einem Ingenieur. Wir brauchen keine zwei Ingenieure und unser Foodstocks are low. Wieso das denn? Wir haben wieder zu viele Leute reingelassen, hm? Dann keine deine Permissions mehr dafür, sondern Trader. Jetzt haben wir hier ein Handelsschiff, können aber aktuell noch gar nicht handeln. Was hättet ihr denn überhaupt für uns? Mit 35% Kommission ist das eigentlich ganz nett, was ihr da habt. Kriegen wir das? Ja, das müssen wir so handeln. Da handeln wir mal so, denn ich habe einfach Angst, dass wir wieder eine Nahrungsmittelkrise bekommen. Also nehme ich die Chance doch gleich wahr. Wobei hier eigentlich gleich wieder eine Ernte zu erwarten wäre. Ja, das ist gut. Wir kriegen das schon hin mit der Reserve. Die 6 Mahlzeiten nehmen den Druck wieder ein bisschen weg. Eine Sache ist halt auch, die gehen eigentlich zu früh schon was essen. Das heißt, das sind die vielleicht gerade mal ein Drittel von dem Hungerbalken ist weg. Und dann gehen die halt schon hin und nehmen sich was. Das ist halt super doof. Die müssten vielleicht, wenn sie nur noch bei der Hälfte sind, was zu essen holen. Ist eigentlich jemand drin? Da ist niemand drin. Also können wir die Mini wieder ausschalten. Das Landepad könnten wir eigentlich auch aktuell mal ausschalten. Dann kommen wir vielleicht mal durch die halbe Nacht. Wie sieht's denn hier aus? Sieht doch eigentlich ganz okay aus. Oder halt auch nicht. Mann. Da haben wir da eigentlich schon Erz drin. Da haben wir sogar schon zwei Erz drin. Das heißt, es wird... Hier sind wir bei 61% fürs nächste Erz. Haben wir noch was auf Lager? Nee. Doch, das sind die zwei, die schon da drin sind, okay. Na komm schon, nächster Tag. Ja, okay. Dann aktivieren wir das mal wieder. Und dann geht der Nächste hoffentlich sofort rein. Ja, jetzt komm, geh rein, du wirst das. Du wirst das nicht? Jetzt natürlich auch noch Solar Flare, super Sache. Deaktivieren. Deaktivieren. Und auch das deaktivieren. Haben wir jemanden draußen? Nein. Ach, das hilft da jetzt super. Könnten unsere Arbeiter wenigstens hier mal arbeiten und sich darum kümmern, dass wir hier neue Ressourcen bekommen. 5 Stück fehlen uns, ey. 2 hatten wir gerade hier drin. Das wird noch dauern, bis wir dann ins nächste Solarsegel haben und sich unser Stromproblem löst. Ha. Aber mit dem Bioplastik produzieren wir hier eigentlich gut. Liegt hier noch irgendwo Bioplastik rum? 1. Starch liegt nicht weiter rum. Wir müssten eigentlich halt auch dringend den Biodome vergrößern. Denn eigentlich ist er für unsere Population deutlich zu klein. Das ist dann, glaube ich, auch die nächste Priorität. Sobald wir dann einen größeren Biodome hätten, könnten wir uns wirklich darum kümmern, vernünftig zu expandieren. Dann würde ich hier diese Luftschleuse wegreißen. Einen richtig fetten Biodom hier hoch reinstellen und expandieren wir ein bisschen in die Richtung. Jo, genau. So machen wir das. Ach so.
ist wieder weg. Das Airlock brauchen wir jetzt, glaube ich, aktuell nicht. Und wir kriegen hier schon mal ein so Teil geliefert. An dem hat er noch nicht so viel gearbeitet. Hier ist wieder einer in der Mine, na das passt doch. Das zieht sich aber auch immer so vielfache Geschwindigkeit. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich vermute, dass der gleich wieder aus der Mine rausgeht und dann werden wir sie auch wieder deaktivieren. Zup. Und deaktiviert. Wir müssen jetzt immer schön gucken, dass wir das nicht zu sehr überstrapazieren. Unseren Akku. Und halt Sachen, die wir echt nicht brauchen im Moment, wieder schnell deaktivieren. Na, der zweite Ingenieur, der war echt nicht nötig. Die zwei stehen auch nur dumm rum. Da wären weitere Arbeiter echt deutlich besser gewesen. Wie sieht's denn mit... Foodstocks are low. Shitty. Dann aktivieren wir das wieder. Hoffen das Beste, dass vielleicht wieder ein Handelsschiff kommt. Na, wie weit kommen wir durch die Nacht? Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Aber zumindest ein so Teil hier kriegen wir noch weg. Nicht produziert, das ist gut. Da wird's auch. Ja, ich habe schon gesehen, dass unsere Foodstocks low sind, aber da kommt gleich wieder was. Arbeitet! Arbeitet besser! So, da kriegen wir gleich wieder was. Das reicht dann wenigstens wieder für ein paar Basic Meals. Genau. Jetzt ist der Strom natürlich wieder aus, aber es ist gleich der nächste Morgen, insofern ist das das geringste Problem. So. Genau, rein in die Mine mit dir. Arbeite hier fertig. Genau. Dann hätten wir da wieder eins, das können wir einlagern. Da brauchen wir jetzt aktuell noch... Moment. Drei. Hier könnte wieder weiter produziert werden. Das ist so doof. Wir haben jetzt halt so einen Mediziner und zwei Ingenieure, die eigentlich nichts tun. Die nur faul rumsitzen. So, Tomaten sind hier gleich fertig. Das könnte auch bald fertig sein. Und das auch. Wir kommen halt gerade so hinterher. Also mehr Leute kriegen wir damit nicht versorgt. Hier wird wieder weiter fleißig gearbeitet. Mit Bioplastik geht es langsam aber sicher bergauf. Mit Metall eigentlich nicht so. Da steckt aktuell niemand drin. Und ich vermute auch ganz schwer, dass da in nächster Zeit niemand reingehen wird. Das heißt, wir deaktivieren das wieder. Machen das dann halt immer nur tagsüber an. Ei, 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 ei. Das ist ein Handelsschiff. Das hätte Mahlzeiten für uns. 5,5, also eigentlich könnten wir das direkt so kaufen. Es hätte aber hier auch das Zeug. So, wir probieren es mal. Okay, machen wir. Das handeln wir doch direkt so, denn dann ist das hier gleich fertig am nächsten Morgen. Muss hier nur noch eins fertig produziert werden und dann haben wir schon mal nicht mehr das Energieproblem. Und dann können wir uns als nächstes, also alles was dann hier überproduziert wird, wandert dann hier bald gleich in einen anderen Biodom rein. Und dann werden wir den hier nämlich deaktivieren. Und dann geht das hoffentlich bergauf. So, nachdem wir jetzt aber auch schon wieder bei 25 Minuten sind, oder gleich sind,
verabschiede ich mich für die jetzige Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann schaut auch morgen wieder rein und hoffentlich kriegen wir hier unser Energieproblem gelöst. Ansonsten sieht's düster aus. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.